Willkommen bei Rück. Survivor Jedi Star Wars. Wir suchen gerade eben. Was suchen wir gerade? Wir suchen diese Forschungseinrichtung, das Observatorium von der einen, die den anderen da gehauen hat. Ey. Und ich glaube, wir kommen der Sache ganz gut voran. Also wir prügeln wieder gegen die imperialen Soldaten. Sehr erfolgreich. Erfolgreicher als gegen diese ollen Cybots. Au! Aue! Au! Alter! Warum macht mich immer mein Mittag so fertig? Schön, dich kennengelernt zu haben. Guten Tag. Komm, mach nochmal. Danke. Ja, ja, ne? Komm mal ran hier. Oh. Oh, ist das schön. Noch so ein Viech. Das ist richtig. Ah, das sind diese Flammenwerfertypen und ich mag diese Flammenwerfertypen nicht. Jetzt hat er mich aber. Ja, ja, das kann ich auch den ganzen Tag machen. Komm mal ein Stück näher. Oh. Sorry, da ist mir die Macht abgelaufen. Du solltest nicht von dir auf andere schießen. Wie denn sonst? Ah, guck mal, hier sind noch mehr von diesen Viechern. Die sehen so harmlos aus, ne? Als wäre da nichts. Und dann hier sowas. Hallo, mein Freund. Ich bin keine Bedrohung. Alter, wieder gerade eben einmal nichts geklappt hat. Da hau ich mir erstmal ein Stimpack rein. Brrr. Brrr. Hey. Hier wimmelt es von Imperialen. Ich muss einfach weiterklettern. Ach ja, wie schön, dass das nur Freunde von mir sind. Ist okay, ist okay, ist okay. Ich habe keinen Bock auf euch, ihr habt keinen Bock auf mich. Ich bin weg hier. I'm out of here. Oh, was habe ich hier schon? Lecker. Ja, spielt mal mit den anderen. Das ist grau und ich kann nicht fliegen. Eine fette. Was ist grau und kann nicht fliegen? Eine fette Taube. Nee. Nee. Also, nee. Vielleicht ja. Aber irgendwie. Nee. Nö, nö, nö. Der hat mich jetzt nicht gekriegt. Imperium Angst angejagt. Das könnte ziemlich hässlich werden, bitte. Das bekommst du also, wenn du Raupi über einen Hertha-Phase hinaus bekommst. Oh, Stereomatschgraber. Steroid, meine ich. Die Sicht ist ziemlich schlecht. Da müssen wir durch. Scheibenwischer hilft. Oh oh. Was ist hier los? Das sieht mir doch hier irgendwie gar nicht so einladend aus. Da drüben ist ein Point. Das sieht einladend aus. Ja. Also hier können wir auch nochmal unsere unsere Energie wieder auffüllen. Okay, die Insel gibt es zwar viele XP, aber ich muss immer noch Shadow mitnehmen. Stimmt. Ja, so ist das.
Hier geht's oh, nicht weiter. Versperrt. Was ein Zufall. Es ist immer so, dass die... Das Erste, was du siehst, ist eine versperrte Tür. Egal, wie schön eine Tür noch auszusehen scheint, sie ist immer versperrt in diesem Spiel. Ich glaube, jetzt erstmal da lang. Oh nein. Hört doch mal auf, euch gegenseitig zu schubsen. Da ist noch so ein Viech, oder? Nee. Wo ist denn die nächste Rumkugel hier? Ach. Sag ich doch, hier ist noch mehr von diesen Rumkugeln. Ah, was? Wie? Was? Zenishi! Vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Shut up and take my money! Ah, ich bin schneller als der Sound-Emote. Das hier war früher sicherlich ein lebhafter Ort. Jetzt ist es eine Geisterstadt. Lass deine Sensoren laufen, BD. Ich traue diesem Ort nicht. Und dann noch die... Weißt du, so ein Prime-Sub ist natürlich noch richtig geil, weil das zeigt halt eben, dass man mich auch mit Amazon und so... Ey, guck mal! Ein Wookie! Ah! Au! Aue! Oh! Ja, genau. Kannst du mal bitte... Seit wann macht denn sowas? Das sind Attacken, die er vorher nicht konnte. Die lernen Fähigkeiten dazu, die ollen Cheater. Also das ist ja fast so wie ich. Ich lerne auch die ganze Zeit dazu. Dieser Satz keine Maßeinheit. Und das ist der dicke Bruder von dem Eichhörnchen. Genau, das ist der dicke Bruder von dem Eichhörnchen. Danke, BD. Der hat die Steroide richtig genommen. Aber ich glaube, dass in die Richtung irgendwas noch Interessantes sein könnte. Aha, guck mal hier. Leak? Oder so? Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Naja, so viel zum Thema interessante Sachen. Einfach nur wieder einen stumpfen Erz gefunden. Immer dieser kleine Mist, den wir finden. Aber egal. Haben wir, gehört jetzt uns, behalten wir auch. Kriegt gar keiner von denen. Sollen selber suchen gehen. Ich bin steinreich. Dein Mist macht auch Vieh. Hm? Njom. Und noch so einer. Ey, ich bin ausgewichen. Alter, ich bin doch nicht Loki. Da packt er mich ans Bein und schleudert mich da so hin und her. Was soll denn das? Das habe ich ihm aber nicht erlaubt. Ein bisschen frech. Lauf, Jenna! Wir müssen weg! Ja, ganz toll. Hättest du nicht draußen sterben können und mich vorwarnen? Blöde Leiche. Anscheinend müssen wir den Rest des Wegs klettern. Das macht mir hier aber auch nicht so viel. Ich
Natürlich bist du nicht Loki. Deinen Körperbewegung und seinen Pfoten nach würde ich eher vermuten, dass du Thors Hammer bist. Oh. Bonk. Geil, Unterlippenbart. Jetzt sehe ich ja aus wie der Sänger von Saltatio Mortis, wenn ich das mache. Abkürzung? Abkürzung freigeschaltet. Oh, sehr gut. Kann ich mir auch... Kann ich ja... Ich habe eine Abkürzung freigeschaltet, kann ich auch mal runterspringen. Tot, einfach mal sterben. No problem. Dafür sind wir ja hier. Wir sind ja nicht hier, um irgendwie das Spiel durchzuspielen. Nein. Kreative Sterbearten. Das sind unser Metier. Ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich auch konzentrieren. Das versuche ich schon die ganze Zeit. Aber du laberst mir immer dazwischen, Karl. Bin ich heute leicht gereizt? Nein, nein. Ich bin eigentlich gar nicht gereizt. Ich habe super gute Laune. Ich bin nur noch ein bisschen... vielleicht bin ich ein bisschen gereizt. Immer noch wegen diesem komischen Typen mit seinem dummen Hammer. Dieser dumme... Wegen seines Hammers. Ach so, sorry. Falsche Richtung. Es tut mir immer noch leid. Falsche Richtung. Da lang wollte ich. Dann halt eben so. Komme ich hier hoch oder rutsche ich dann gleich wieder runter? Auslöschtruppler. Halt die Klappe. Zip. Hallo. Ein bisschen dumm gelaufen, Kollege. Schon wieder. Ein ziemlich großer Trupp, nur um eine Fähre zu sichern. Hier gibt es sicher etwas zu finden. Das war schon wieder so ein Ding, ne? Einmal mal ganz kurz, 20 Sekunden vor Tod kommt er hier auf die Idee. Ey, komm, lass mal. Da war doch gerade Scan. Da ist Scan. Gut gemacht, BD. Bip, 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 bip. So, was finden wir denn hier Schönes? Auch nur eine dezent doofe Idee, in einen kaputten Leiter reinzuhüpfen. Und zur Seite kommen. Ja, komm, der greift mich doch. Es war mir so klar. Spring dir also der Kopf an. Plopp. Ein Auslöschungstruppler. Dann hat er es wohl verdient. Was hast du? Ah, das willst du. Für dich, Kumpel. Das war ja mal eine so geile Kameraführung hier an der Stelle, oder? Eine Art elektrifizierbarer Pfeil?
Vielleicht solltest du beim nächsten Mal einen Scan machen, bevor du das Feuer eröffnest. So, Elektro-Pfeil. Ach, jetzt können wir endlich diese Dinger da benutzen. Ey, das hat aber auch lange gedauert. Wir haben schon auf Coruscant diese komischen blauen Kisten gesehen. Und jetzt nach, keine Ahnung, gefühlt 500 Spielstunden, ja, die wir schon hier seit letzten Freitag verbringen, jetzt bekommen wir dieses Feature. Ja, das hat ja lange gedauert. Wirklich lange gedauert. So, Elektro-Pfeil freigeschaltet. Durch den Fall von BD1 lassen sich zudem gegnerische Druiden außerhalb des Kampfes leichter hacken. Das finde ich richtig cool. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo können wir denn jetzt lang? Ich glaube, da nicht. Muss dann jetzt irgendwo eine Stelle geben, wo wir noch nicht waren. Ja, guck mal hier. Ah, nee. Das Ding ist ja jetzt hier weg, ne? Also theoretisch sollen wir da wohl. Oder auch nicht. Aua. Merken wir uns, Feuer tut weh. Weisheit des Tages für einen Jedi. In Feuer stehen ist nicht so gut. Da kommen wir wirklich nicht hoch, ne? Von da sind wir, glaube ich, gekommen. Ja, genau, von da sind wir gekommen. Aber jetzt die Frage, wo gehen wir denn jetzt lang? Ah, hier sind noch solche Elektrodinger zum... Da sind solche Elektrodinger zum Abschießen. Ja, dann nutzen wir mal das Visier. Wechseln den Schuss und machen alte L2 zum Zielen und Pew. Geil. Jetzt hätten die aber echt ruhig viel, viel eher geben können. Diese, ne? Versucht. Hoppla. Standen die da drauf? Sind die einfach jetzt runtergefallen? Das tut mir aber auch sowas von überhaupt gar nicht leid. Eigentlich haben sie es verdient. Die haben mich ja angegriffen. Ne? Ich war ja hier ganz harmlos und freundlich unterwegs. Aber die waren hier der Meinung, voll kacke zu sein. Wir stehen so kurz am Ziel, vom Ziel. Wir müssen wahrscheinlich hier nochmal hoch. Und da drüben sieht man auch nochmal so ein Elektro-Ding. Nutzen wir das doch mal. Hoch da. Immer diese. Fritz. Oh, hi, Mark. Oh, hi, Nishida. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ach so, ich muss das von hier aus machen. Ja, dann. Ich hoffe, dir geht. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen. Ja, eine Trinkpause. Ah, einen wunderschönen Samstag haben wir heute. Wir haben heute Samstag, oder? Hoppla. Ach, da war Rakete, Dude. Das hätte man mir doch mal eher sagen können. Komm. So. Einfach mal Rakete. Homing Missile in die andere Richtung. Eine Reversed Missile. Wir haben heute Samstag. Ja, sehr cool. Da haben wir ja noch 24 Stunden vor uns. Ist das nicht geil? Ist das nicht geil, meine Freunde? Es ist noch Wochenende. Ich denke die ganze Zeit aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Heute ist Sonntag, ne? Ey, das, ich will es jetzt nicht raufprovozieren oder so. Das ist... Aber irgendwie... Wow.
freue mich einfach so ein bisschen, dass wir so viel Zeit noch miteinander haben können. Warum ist die Musik so dramatisch auf einmal? Darum! Systeme fallen aus. Feindweit Angriffen aus. Das ist richtig, das sollte ich vielleicht auch. Deswegen diese mega panisch Action geladene. Empfänger unbekannt, ungeöffnet zurück. Da oben ist was. Von hier aus sieht es aus wie ein ganz gewöhnlicher Wachturm. Aus der Nähe betrachtet ist das einfach ein richtig fetter AT-AT, der einfach nur darauf wartet, dir so richtig ins Gesicht zu blastern. Ey, da fällt mir ein, wir haben schon lange kein AT-AT gesehen, ne? Pew! So, aber du hast recht, Pew ist genau das Stichwort. Denn die Schieder möchte noch eine Trinkpause. Stößchen! Sind melodische Furzgeräusche dramatische Musik? Ja sicher, das ist doch wie, das ist, wie heißt das? Trompetenspiel. Das weiß doch jeder. Ne, Blaskonzert geht nun mal auch durch andere Körperöffnungen. Gab's da nicht sogar eine Wetten-das-Wette oder so? Schönen guten Tag, ich bin der Neue. Ich renne hier nur mal eben ganz kurz durch. Ich muss hier mal eben schnell durch. Hallo? Hallo, hallo? Ah, guck mal, da ist noch was. Erkläre mich auf, BD. Lagertanks. Wow. Die verrosteten und längst verlassenen Lagertanks auf dem Berg dienten zur Wasserspeicherung und dem Abpumpen überfluteter Bereiche durch unzählige miteinander verbundene Rohre. Wow. Rohre. Große Rohre, kleine Rohre, dünne Rohre. Dicke Rohre. Boah. Das klang irgendwie falsch. Es tut mir leid. Du bist dran, BD1. Wie viele unzählige Rohre sind da? Unzählbar. Also ich würde fast meinen 12. Und guck mal da drüben. Da ist wieder so ein blaues Kügelchen. Blaues Kügelchen. Wie kommen wir zum blauen Kügelchen? Da kommen wir zum blauen Kügelchen. Aber da muss es ja noch irgendwie einen Weg geben, den wir noch nicht gesehen haben. Ja, danke. Danke fürs Rauszoomen. Das ist genau das, was ich haben wollte. Also. Ah. Aha. Okay, ich weiß, wie ich rüberkomme. Ich muss dafür nochmal eine Etage. So. Nee, gar nicht mal. Ich muss einfach nur von hier. War ja gar nicht so schwer. Das ist wieder so super kompliziert über 50 Ecken und Kanten und hast nicht gesehen, aber nö. Das ging recht cool. Was bekommen wir? Gesundheit erhalten. Endlich. Mehr Lebenspunkte. Jetzt halten wir einen 1/18-Schlag mehr aus als vorher. Das ist nicht cool. Ja, das war irgendwie nicht so die Richtung, in die ich wollte. Aber wir haben uns gerade noch so aus dem... Wir haben uns gerade so nochmal gerettet. Warum müssen wir gegen die Jedi kämpfen? Wie viele Jedis zählst denn du, wenn hier einer mit dem Laserschwert durch die Gegend läuft, Kollege? 50 oder was? Erstmal flieg. Na, was verstehst du an flieg nicht, Kollege?
Na, sehr gut. Sturmtruppler. Die sind so richtige Witzfiguren, ne? Stirb, Jedi! Ja, ja. Laserschwert nennt man das. Ist dafür da, um dich so richtig schön durchzuinspizieren. Entschuldigung, bist du eine Abkürzung? Oh, eine Abkürzung. So, wohin führt denn diese Abkürzung? Direkt zu einem Speicherpunkt. Ey, du wirst hier ja richtig verwöhnt auf die letzten paar Meter, ne? Dachte eigentlich, dass das Spiel immer schwieriger wird, aber nein, es verwöhnt dich mit alle 5 Meter einen neuen Speicherpunkt. Mega. Wird Zeit aufzubrechen. Shit, jetzt sind aber die Sturmtruppler wieder da. Los, holt ihn euch. Flieg! Flieg! Ich finde das so schön. Ich glaube, es wird Regen geben. Die Sturmtruppler fliegen tief. Schön. Nyang. Hat der gerade gesagt, ich bin wertlos? Du Stück Altmetall nennst mich wertlos? Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit. Und so einem... Oh, guck mal, hier schon wieder Meditationspunkt. Die Macht ist mit mir. Das ist ja wohl eine bodenlose Frechheit, von so einem Stück Altmetall als wertlos betitelt zu werden. So, wir können noch mal ein paar Machtpunkte ausgeben. Also, obwohl ich glaube, es ist sinnvoller, lieber auf Macht zu gehen. Klare Abstimmung. Kals maximale Macht erhöht sich. Warte mal, drücke L1 zu nennen, um nahe Gegner heranzuziehen. Nee, wir gehen mal lieber auf Macht, weil wir nutzen eh die ganze Zeit die Zweierklinge. Größeres Festhalten verlängert die Dauer von Verlangsamen bei Gegnern. Analysierter Energiekeil generiert mehr Macht, wenn er einen Gegner besiegt. Nehmen wir. Oh, da haben wir noch was wir uns nehmen können. Da. Schneller Fokus. Erhöht, Kreis erhöht, wie viel Macht durch einen erfolgreichen Präzisionsausweichen wiederhergestellt wird. Nee, verstehe ich nicht. Ich nehme nur das hier. Verlängertes Verlangsamen ist richtig gut. Weil das nutzen wir wenigstens gelegentlich mal. So, jetzt ist natürlich die Frage, wo dürfen wir lang... Ey, Moment. Da steckt fetten TIE Fighter in der... Was ist... Ey, ist das ein imperialer Außenposten hier? Mir fallen jetzt erst die ganzen TIE Fighter auf. Hier, guck mal, 1, 2, 3, 4, 5 TIE... 6 TIE Fighter. Will man einfach nur in Frieden leben und die bauen sich hier einfach ein neues Lager? Ist das heftig. Ja, ich würde sagen, dieses Lager... Gucken wir uns mal an. Das ist ziemlich viel Feuerkraft. Ich habe ein bisschen mehr Monolog gerechnet, aber dann machen wir hier nochmal eine kleine Pause und sehen uns gleich wieder, wenn wir uns dann noch durchschnetzeln, wie durch ein Stück Butter. Also, bis gleich!